Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Im letzten Video habe ich ja etwas hier über Pixelgun gehatet, weil mich ein paar Dinge einfach extremst aufregen. Aber ja, das ist heute egal. Heute erstellen wir einen neuen Clan. Wieso wir einen neuen Clan erstellen, habe ich euch im letzten Video erzählt. Das war auch ein Grund, worüber ich mich aufgeregt habe. Aber na gut, falls ihr das wissen wollt, einfach im letzten Video vorbeischauen, da könnt ihr euch das alles nochmal anhören. Aber heute erstellen wir einen neuen Clan und wir werden den Clan auch anders nennen als der alte. Denn es gibt schon so viele Fake-Clans, wie ich gesehen habe. Und um das zu umgehen, werden wir auch denen einen neuen Namen geben, den es hoffentlich nicht so oft gibt. Ja, deswegen bleibt auf alle Fälle dran, wenn ihr den neuen Clan wollt. Wie die Regeln sind im neuen Clan, habe ich ja schon in einem anderen Video erzählt, wo ich noch in meinem alten Clan war. Aber ja, aufgrund eines technischen Defekts bei Pixelgun 3D bin ich ja nicht mehr in meinem alten Clan, deswegen muss ich einen neuen erstellen. Aber na gut Leute, was soll's, ist eben so, kostet ja nur ein paar Münzen. Und ja, die Münzen müssen wir uns auch eigentlich noch holen, denn wir haben nicht so viele Münzen. Aber es gibt zum Glück momentan sehr viele Angebote und da werden wir uns eines holen. Dieses Schatzjagd-Angebot sieht sehr gut aus, damit können wir uns dann auch gleich mal einen Clan erstellen und den vielleicht etwas noch upgraden, denn dafür muss man ja auch zahlen bei Pixelgun, was leider weg ist, obwohl ich ja der Anführer mehr oder weniger war hier in meinem letzten Clan, aber ich wurde aufgrund eines technischen Defekts rausgeworfen. Aber na gut, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, in welchem Clan momentan ihr seid, wie der heißt, wie viele Medaillen ihr da sammelt und schreibt mir das auch mal gerne rein in die Kommentare. So, wir spielen hier schnell mal, bevor wir hier den Clan erstellen, ein Duell, Leute, in der Geisterstadt. Finde, das ist die coolste Map, ehrlich gesagt. Wow, er hat auch den Mech! Nein! Nein! Doch, ich hab den Mecha-Kill! Ich hab den Mecha-Kill! Yes, 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 yes! So, und er müsste jetzt auch schon bald raufgehen. Yes, da ist er weg! Da ist er weg! Er hat mich getroffen! Da ist er, da ist er! Ja, jeder spielt mit Mauerdurchschusswaffen. Ja, ich habe ihn auch gekillt. Ich habe ihn auch gekillt. Nice, nice. So, Revanche. Das war der Revanche-Kill. So. Solarkanone. So, wo ist er hin? Ah, da ist er. Yes! So, 3 zu 3. Klingt gut, aber ich glaube, ich bin vorne. Wenn wir... Falls ich jetzt... Yes, so, 4 zu 3, das war gut, das war gut. Das haben wir jetzt gebraucht. Wir verwandeln uns gleich mal in den Mech, um hier einen Kill zu vermeiden. Und ja, er hat wieder natürlich auch den Mech. Wir sind ja ungefähr zugleich hier. So, wir haben auch den Mecha. Mecha-Kill. Aber mehr war dann nicht. So. Einmal Zeitreise. Das ist ein sehr, sehr gutes Gadget. Ich wundere mich, wieso ich das so, ja, nicht so oft gespielt habe, aber das ist, so warte auf Gegner, ist der Gegner weggegangen? Sieht so aus, als hätte der Gegner aufgegeben. Oder natürlich sein Internet ist schlecht, das wäre natürlich mies, aber, ja, anscheinend hat der Gegner aufgegeben, aber ein richtig cooles Match, dankeschön Gegner dafür, das war richtig, richtig, richtig cool, weiß nicht, wieso er das macht, vielleicht um hier... Ja, ist das ein neuer Trick oder keine Ahnung was. Aber wir sind hier wenigstens hier in unserer Saison etwas aufgestiegen. Wir haben 20 Erfahrungspunkte, 4 Münzen, 2 Kredite. Yeah. Und ihr seht schon, ich habe momentan nur 35 Erfahrungspunkte. Und viele, die meinen Kanal hier aktiv verfolgen, werden sich denken, aber Danny, du hattest ja schon viel, viel mehr Erfahrungspunkte auf Level 35. Ja, das war auch so ein kleiner Grund, wieso ich mich im letzten Video aufgeregt habe. Wie ihr wisst, findet ihr alles im letzten Video. War auch eine richtig miese Sache, muss ich sagen. War auch eine richtig miese Sache. Aber egal, Leute, wir wollen jetzt einen neuen Clan gründen. Neuer Clan kostet aber 50 Gold. So, aber zuerst suchen wir mal einen neuen Clan. Also, wir geben hier einen Clan ein. Und ja, mein alter Clan hat hier geheißen Danny's Crew. Und da gibt es wirklich viele. Ich könnte natürlich auch hier wo beitreten, aber ich möchte einen neuen, wo ich auch meinen... Dings habe, also meinen Rang als Anführer. Und ja, es gibt hier viele Danny's Crews, die einfach total
faken. Und das finde ich eigentlich nicht sehr, sehr cool, Leute. Wenn ihr schon einen Fanclan macht, dann bitte, ja, nennt ihn zum Beispiel Fanclan. Dann weiß jeder, um was es geht und nicht Dandy Screw einfach faken. Bitte danke, gleich auch mit dem gleichen Namen. So ist es mir, deswegen hat es mich auch aus dem letzten Clan rausgeschmissen, weil ich einen Typen kicken wollte, der Danny Online geheißen hat. Und irgendwie hat das System gedacht, das wäre ich. Und irgendwie bin ich dann weg gewesen. Ja, liegt an, ja, keine Ahnung, was das war, irgendein technisches Gebrechen von Pixelgun. Aber na gut, ich würde sagen, wir holen uns gleich mal diese 50 Gold, Leute, um 1,09 Euro, die wir ja brauchen hier, um hier den Clan zu erstellen. Ja, Lead, wir sind hoffentlich jetzt startklar. Ja, du bist startklar. Somit haben wir 75 Juwelen und 65 Gold. Somit haben wir schon wieder 202 Juwelen, die wir auch brauchen. Sonst können wir hier nicht mehr reinmachen. Denn wenn wir einen neuen Clan erstellen, haben wir automatisch nur 10 Plätze und dann muss man sich die 20 Plätze, die man dann hat, mit Juwelen erkaufen. So, ich würde sagen, wir nennen den jetzt Dennis Crew Offiziell. Dennis Crew Offiziell. Ein langer Name, Leute, aber ja, ich will ihn auch nicht Official oder so nennen. Nein, wir bleiben hier im deutschen Sprachraum und deswegen würde ich sagen, wir nennen den einfach Offiziell. Obwohl, Official hört sich schon besser an, oder? Ja, komm, nennen wir ihn Official, dann weiß auch jeder Englischsprachige, der gegen uns kämpft, dass wir hier irgendwas, so was Besonderes ist. Unser Motto ist DCO. für Dennis Crew Official, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Logo wählen wir. Wir hatten vorhin die Krone. Dafür nehmen wir jetzt was anderes. Nee, ich finde das blau-goldene Wappen auch ziemlich cool. Machen wir so. Ja, ich setze das auf privat. Nur eingeladene Spieler können in deinem Clan beitreten. Wir lassen es öffentlich. Jeder kann in einem öffentlichen Clan beitreten. Aber privat müsst ihr mir Anfragen stellen. Nein, wir machen das mal privat. Ich drücke hier auf Erstellen. Wir haben jetzt endlich einen Clan erstellt. Yeah! Und aus dem werde ich mich hoffentlich nicht selber rauskicken, Leute. Ja, mein Clan, schauen wir hier gleich mal rein. So, Festung besuchen will ich jetzt nicht. Privat. Normalerweise, ja, hier seht ihr schon. Je mehr Spiele in deinem Clan sind, desto mehr Medaillen kannst du für die Saison bekommen und desto schneller kannst du die Clan-Drohne öffnen. Kostet 50 Juwelen. Müssen wir aber machen, denn ich finde ja 20 schon wenig, aber mehr als 20 kann man nicht haben. So seht ihr auch, dass ich meinen Clan gleich mal wieder voll mache, dass man hier auch, dass alle Leute rein können. So, 50, was soll's, erweitern, kostet jetzt 100. Somit haben wir 20 Spieler haben hier Platz. Auch wenn 100 Spieler Platz hätten, wäre er immer voll. Aber na gut. Ja, vielen Dank für eure fette Unterstützung, Leute. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Hier finde ich mega cool, wie viele Anfragen. Ich habe es euch ja mal gezeigt, wie viele Anfragen da reinkommen. Und deswegen kommt rein in Dennis Crew Official, Leute. Und tretet bei privat. Normalerweise könnt ihr hier Anfragen stellen. Clan-ID steht hier links unten. Da könnt ihr auch, dann ist es genau, falls jetzt irgendjemand einen Dennis Crew Official Fake Clan erstellt, wisst ihr jetzt, da ist er. Da ist er. Ja, Leute, tretet bei. Die ersten, die kommen, kommen auch als erstes rein. Es gibt hier keine Anforderungen, aber wie gesagt, wenn ihr nach 2 Tagen nichts gesammelt habt, fliegt ihr raus. Das ist ein neues System, denn ansonsten könnte ich nicht so viele Anfragen bearbeiten und ich möchte ja jedem die gleiche Chance geben, dass sie in den Clan kommen. So, jetzt haben wir endlich wieder einen neuen Clan. Und ich würde sagen, damit jetzt am Anfang gleich mega viele reinkommen, setzen wir den Clan gleich mal auf öffentlich, bis er voll ist. Aber ich muss dann leider einen rauskicken, bearbeiten. Öffentlich, so speichern, dann können alle rein, bis er voll ist, und dann ist er eh voll. Ja, first come, first serve, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir schnell noch in einen Kampf und ich würde sagen, Area 52 Labor spielen wir. Auch schon lange nicht mehr gespielt, deswegen wird es mal wieder Zeit, dass wir da auch da mal reinschauen. Ja,
los geht's, würde ich sagen. Ja, unsere Teams sind ausgeglichen. 0-0 steht's noch. Und los geht's. So, wir sind schon vorne, finde ich gut. Ich finde diese Musik auch gut. Die erinnert mich immer an diese Big Bang Theory Folge. Ich habe schon öfter gesagt, ich weiß nicht, ob ihr wisst, welche Folge ich meine hier. So, wir haben hier gleich mal einen Kopfschuss. Easy, Leute, der war jetzt... Das war Aim, okay? Das war Aim. Oder auch pures Glück. So. Komm! Yes, da haben wir ihn. Kill-Unterstützung nur, schade. Nein, es war doch ein Doppelkill. Aber na gut, so, raus mit uns. Bam, 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 bam. So, Kill-Unterstützung, 4-3. So, Leute, geben wir Gas mal. Das kann so nicht sein. So, nächster. Boah, es ist so geil. Einfach mal zuerst mit dem Donner treffen und dann mit dem Ultimatum nachgeben. Und dann ist eigentlich so gut wie jeder draußen. Und da ist schon wieder... Ist im gegnerischen Team eigentlich nur ein Typ? Nee, zwei. Aber die halten sich eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Ich stecke hier fest. Okay. Der hat sich hier sehr, sehr gekonnt, muss ich sagen. Versteckt. Das war sehr, sehr geil von ihm. Mehrfach Kill, easy. Easy. So, wo haben wir denn noch so einen? Kommt her. Kommt her, Leute. So, ich schmeiße gleich mal eine Atombombe rein. Einfach auf gut Glück. Da drüben ist ein schwarzes Loch. Die versuchen wir ja zu meiden. Ich weiß nicht, ob ich diese Waffe, wenn ich sie habe, auch dann selber spielen werde, Leute. Habe ich keine Ahnung davon. Aber mal schauen. So. Ja, also habt ihr mich nicht gesehen. Ey! Das war mies. Wo versteckt sich der Typ? Wo versteckt sich der Typ? Hä? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Hä? Da ist ein Haustier? Der muss da wo sein. Ey, das finde ich gerade nicht so cool von ihm. Aber na gut. Ein Haustier war ja da. Das heißt, es müsste irgendwo ein Gegner auch sein. Okay. 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 So, 12-11. Wir sind wieder vorne. Ich meine, wenn wir nicht drinnen sind in unserer Basis, dann ist es auch für den Gegner sehr unnötig. So, Atombombe, 13-14. Nicht cool. So, 14-14. Cooler. Aber wann ist es am coolsten? Natürlich, wenn wir hier vorne. So, da ist viel Fleisch, dass man hier. Okay, der macht nichts. So. Da noch einer, den haben wir auch gleich mal und dann sind wir vorne. Haben wir wenigstens den Gleichstand, wollte ich sagen. Und nicht vorne. Komm! Lass dich doch killen. Yes, den haben wir, Gadgetmeister. So, bitte, Leute, lasst euch nicht killen. Und dann kill ich mich! Nein! So schnell geht's. So schnell geht's, Leute, aber wir sind wenigstens mit den 10 Kills auf Platz 1. Also kann mir jetzt keiner nachsagen, ey, du warst so schlecht, dass du Junge. Nee. Eindeutig nicht. Aber na gut, Leute, das war wieder ein lustiges Video. Ich habe einen neuen Clan erstellt, kam vorbei. Wie gesagt, momentan öffentlich. Einfach rein mit euch. Und sobald er voll ist, wird er privat. Und dann geht's eben nur noch auf Anfragen. Es sind aber immer nur 19 Plätze belegt. Dass man hier. Was würde ich sagen, dass hier man Anfragen spielen kann. Aber na gut, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben wäre eine coole Sache. Wir sehen uns im Clan hoffentlich bald. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Abo da lassen, falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid. Es gibt regelmäßig Pixelgun und andere Mobile Games. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Damit ihr das nicht verpasst, Glocke aktivieren und dann bekommst du auch eine Benachrichtigung. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns, bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.